Die Nacht im Hotel ist überstanden. Wir haben jetzt wirklich Sonnenschein und diese wunderschöne Kulisse. Und ich muss jetzt den Walk of Shame machen, sozusagen, weil ich muss den Schaden am Porsche fotografieren. Ich mache mal das eben, dann habe ich es weg. Und dann habe ich das Thema auch erledigt. Und you are being monitored. Give me a break. Das finde ich ja sogar humorvoll, Sebastian. Immer gut für kleine Scherze. So, aufsperren. Was zur Hölle? Oh no. Oh, ich finde das so unlustig. Ich finde das auch bei Top Gear eigentlich immer albern, wenn die so Sachen machen und denken, das sei lustig. Und ich finde Top Gear gut. Sebastian findet aber Top Gear auch gut. Und ich glaube, er steht da total drauf, wenn die so ein geschlachtetes Tier auf die Motorhaube spannen oder sowas. Und wenn es zumindest geschmackvoll wäre, aber es ist ja. Bitte? Warum kann Sebastian nicht einfach Geschmack haben? Und warum habe ich nicht Sticker dabei, um was Ähnliches bei ihm zu machen? Oder vielleicht sollte ich einfach eine Sprühdose Farbe und mache ein Rot DHL an der Seite auf Nähe 8. Oh Gott, das darf ich alles abpulen, glaube ich, hinterher. Wahrscheinlich bin ich die nächsten Tage damit beschäftigt, das Zeug da runter zu pulen von der Karosserie. So wie ich Sebastian kenne, sind das so Papiersticker, damit ich es besonders schwierig habe, das loszuwerden. Ich liebe es, mal beim Essen zuzusehen. Schaut mal. Sonnert ist ja bei uns der mit dem Sinn für Ästhetik und jetzt möchte ich mal wissen, was er dazu sagt. Sonnert? Sonnert? Was? Gell, Bakbakim? Schön, gut. Das ist da, gelber Kimber, ja? Was ist das denn? Oh, nee. Star Wars? Star Wars, ma? So nett? Ja. Nie Star Wars? Weil ich Star Wars mag. Ja, eine Bundeshelfin. Ach du. Ah. Eure Carlson, ma? Ja. Ja, so nett sagt, es soll so bleiben und es gefällt ihm. Insofern. Auf die Haut! Und hier! Er versteht ja auch nicht. Und hier, er versteht ja noch nicht, was da so drauf ist. Also, oh! Hier! Ist das der schönste Sticker? Ja. Sei doch nicht so. Willst du sagen, der Sebastian hat keinen Geschmack? Der will doch wirklich hier behaupten, dass Sebastian keinen Geschmack hat. Also. Der Jan versucht jetzt für die Gemeinschaft Frühstück zu organisieren. Und jetzt geht er da hin und fragt mal nach, ob die da Croissants und Brötchen haben. Mal schauen, ob er erfolgreich ist. Hier, nimm mal das raus. Oh mein Gott. Jetzt, wo ich so tolle Sticker habe, also lasse ich auch die Start-Stopp-Automatik an. Das ist ja cool. Das passt irgendwie. Das ist ja cool, was du dir da überlegt hast. Ich habe mich total riesig darüber gefreut, dass so ein paar Italiener scheinbar sich dachten, bist du heute nach dem Tuning-Shop gewesen? Rain. Also, die sieht doch super aus und ist total professionell verklebt, oder? Das zeige ich mal wieder. Es gibt ja Hintergründe, warum ich das gemacht habe. Ne? Dann erzähl mal. War es ja das also Chuck Norris ist cool. Erstmal war es ja das Leistungsdefizit. Und wie wir alle wissen, Sticker bringen Leistung. Mhm. Das andere war es, weil du ja immer so am Jammern bist von deinem GTR. Habe ich gedacht, JDM, klar. Machen wir so eine schöne JDM-Folie hier drauf. Ich darf eigentlich die Belgien fahren, weil ich mich ausruhen wollte hier. Und die überholt in der Kurve die LKWs. Und fährt in der Linkskurve komplett links, wenn der Gegenverkehr kommt. Ich bin nicht aufgenommen. Fährt will mit 70 Stundenkilometer durch die Haarnadelkurve fahren. Ja, ich Junge, ey. Ja. Ist mir scheißegal, ich brauche jetzt diese Belehrung nicht, während ich fahre. Wann ich bremsen muss, wo ich bremsen muss, brauche ich nicht. Hauptsache ich bremse rechtzeitig. Ja, tust aber nicht. Bis jetzt ist nichts mehr passiert. Ich bin nicht diejenige, die hier dauernd dieses Schramm macht im Auto. So. Ich verstehe, sind das 1800 Meter zu Fuß, ne?
Genau, richtig. Aber die, also ist das dann auch wirklich unser Ziel? Weil mein Navi sagt eher was von 4,6 Kilometern oder 6 Kilometern, auch je nachdem. Also ich glaube, auf die Tretschiene drauf geht es sowieso nicht. Also es gibt halt diese Aussichtsstelle, so eine Felswand, von der man da drauf sieht. Das ist dann bestimmt nochmal 3-4 Kilometer weg, würde ich sagen. Wir können nochmal gucken bei Google Maps Satellitenandarstellungen, wo die Straße hinführt. Wenn wir dann solche Momente haben, in denen uns die Entscheidung schwerfällt, was sie machen wollen, dann kommt hier aus dem Q7 schöne Musik, da wird diskutiert und hier ist die coole Gruppe, die sich unterhalten und Spaß haben. Ich glaube, wir fahren einfach. Wir holen Kaffee, und kommen wieder zurück. Ja! Ups. Eine Gans! Nochmal, damit die nochmal merkt, was das Essen wäre. Wir werden heute im Haus übernachten, über Airbnb werden wir versuchen zu übernachten. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht im Mai hierher zu kommen. Es ist zwar sehr schön zum Fahren, weil fast gar nichts los ist, aber es ist einfach zu kalt. Man kann halt nicht zelten und das finde ich schon sehr schade. Aber bei -2 Temperaturen kann man einfach nicht zelten, schon gar nicht mit Kindern. So, eigentlich war es abgemacht, nach 30 Minuten loszufahren, aber unser Kameramann, wie ihr hier seht, sag immer wieder ein, zwei noch Aufnahmen, ja, und es ist schon 40 Minuten und bis er eingepackt hat, sind es 50 Minuten, vielleicht muss er doch eine rauchen, ja, und dann kriege ich Zorn im Gesicht. Ganz. Nell, dir. Nell, dir. Ey, guck mal, ich kann's. Tada, jetzt wieder, weil es mir so lustig ist. Ja. Au. Jetzt immer weiter. Wir haben jetzt hier im kompletten Ort, wie heißt der nochmal? Wir haben jetzt im kompletten Ort Cortina versucht, eine Apotheke zu finden, weil es sonnert. Mit 5 Kilometer, wir haben erst 48. Einen ziemlich schlimmen Husten seit der Nacht. Also Belgien hatte schon recht mit dem Gefühl, dass es für sonnert nicht so gut ist, nochmal draußen zu campen. Wir waren ja auch im Hotelzimmer, nur scheinbar waren wir schon zu spät, weil er hat diesen starken Husten und Blitzer. Und alle Apotheken haben zu. Wir haben 3 angefahren, auch die eigentliche Notapotheke, aber selbst die Notapotheke hat von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr zu. Wir haben jetzt 15 Uhr, also kriegen wir keinen Hustensaft. Soundcheck-Video und der Sebastian macht mit seinem 10-Zylinder deutlich leichteres Spiel. So, wie gesagt, im Gegensatz zu Sebastian muss ich mir echt ein Konzept überlegen, wie ich den Sound-Contest jetzt gewinnen kann. Ich aktiviere den Sport-Plus-Modus, lasse die Schaltung in Automatik, weil dann funktioniert die Launch-Control und ansonsten Spoiler ausgefahren, Auto on-off ist aus, alles gut. Und jetzt muss ich mir echt Mühe geben. Achtung, jetzt gilt's. Ich hoffe, es gibt eine gute Wertung, aber es ist relativ leise. Es ist halt ein Turbo. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl. Die diskutieren auch, ich sehe das. Und ich zeig's euch mal. Einen Moment noch bitte. Ich habe das Gefühl, die Jury ist eh gekauft. Ja, die Jury ist gekauft. Sebastian wirft mit Stickern um sich. Ich glaube, das ist alles nur ein abgekartetes Spiel und er gewinnt sowieso. So, jetzt ist es raus.